Hallo Freunde bei Ultra, die WebTV Sondersender NRW TV News aus NRW. Ihr wisst ja, einigen ist es ja widerfahren, dass die Telekom die Aufträge gekündigt haben. Sie haben sich gedacht, was der Kunde kann, dürfen wir auch, das stimmt. Sie haben also den analogen Menschen eine Kündigung auf den Tisch gelegt und dann konnte man sich neu anmelden und sagen, hallo, ich möchte doch gerne euer Produkt. So, in dem Moment ist man ein neuer. Ich wollte an sich die Wahrheit und auch vor der laufenden Kamera halten, aber ihr kennt es ja, ihr kennt die Melodie der Telekom. Ich habe jetzt eine Vorlaufzeit von 2 Stunden, um 12 Uhr werde ich dann wieder recalled. Aber kann sein, dass es dann hier wieder so voll ist, dass ich im Recall gar nicht so arbeiten kann, wie die es sich vorstellen. Also am 3.8. kam dann die Telekom, ihr möchtet jetzt nicht wissen, wie das hier aussieht. Das wird noch in einem speziellen Beitrag sicherlich hier hinten angehängt oder ich lasse diesen Beitrag jetzt frei schwebend laufen und packe nachher das Resultat, wie alles hier aussieht, nachträglich doch hinein oder ich mache ein nachträgliches Video über die Arbeiten der Telekom. Also wir wollen ja nicht immer böse sein. Ne? Also ich habe jetzt hier so Speedsports bekommen, auch noch die Dinger hier, ne? Diesmal auch 2, weil viele Kunden müssen ja telefonieren, dann stand ich immer da, hatte dann nur mein Smartphone. Da habe ich gedacht, gut, ich habe 17 Rufnummern, dann kann ich auch 17 Telefone hier hinstellen, tue ich natürlich nicht. Das wäre etwas teuer. Wenn, dann brauche ich ja nur ein Telefon und ein Ersatztelefon. Höchstens 3 Telefone, wenn überhaupt Kunden so viel hier telefonieren. Meistens rufen sie dann selbst mit dem Smartphone an oder ist halt so. Wir sind ja hier die Dienstleistung, wir sind Industrie 4.0. Hier gibt es Fernwartung, deswegen braucht man so ein Telefon. Dass man in die Fernwartung geht mit dem Telefon, dann die Anlage freischaltet, damit dann der Monteur bei uns aus München-Gladbach dann da sitzt und dann die Computer bereinigt oder neu gestaltet oder halt Software aufspielt. Grüße, ich komme. Hallo. Hi. Wir sind nun mal eine Firma und angewiesen. Wir arbeiten mit LAN und WLAN. Und natürlich, Internet darf genutzt werden. Dieses LAN und WLAN ist dazu da, um die ganzen Maschinen, die hier tätig sind, zum Arbeiten, gesteuert werden können. So, um 9.29 Uhr wurde ich angerufen, 9.31 Uhr wurde ich angerufen. Irgendwie habe ich das nicht mitbekommen, aus welchem Grund auch immer. Dann sah ich das, dass ich da irgend sowas hatte. Jetzt habe ich wieder was bekommen, habe ich wieder nicht gehört, aber ist halt so, es war WhatsApp, ist jetzt nicht so schlimm. Also, wir sind ja Technik, ich liebe Technik, seit 1966. So, seitdem es Telekom gibt, bin ich ein Telefonierer bzw. ein Telekom-Kunde. Ich bin ein Telekom-Kunde, seitdem es Telefon gibt, in den 60er Jahren. Und seit 1979 ist ja die Firma und seitdem auch Telekom-Kunde im analogen Bereich, so wie es halt war. Jetzt ist ja ganz neu, im Jahr 2017 kommt ja die Industrie 4.0 und wir sind schon Industrie 4.0, trotzdem mit der uralten Technik, wo unsere Telefone noch Geräusche gemacht haben. Ja, bei der Telekom ist ja alles geändert worden. Die Telekom hat ja keinen Fax mehr, man kann da nicht mehr hinfaxen, man könnte höchstens E-Mail oder sich da auf diesen Seiten rumtummeln, die einfach nicht funktionieren. Ich werde auch gleich, das ist auch so ein Problem, ich habe hier die Cloud geordert, the Cloud. Ich will nichts klauen, ich will auch kein Klon, sondern M365 Office Premium Paket für all meine Kunden, damit die hier ordentlich arbeiten können. Aber ich gehe davon aus, dass das nichts wird. Ich werde wohl stornieren müssen, weil irgendwas stimmt hier nicht. Also, wir haben neue Telefonanlage, die nicht mehr piept. Das heißt also, meine Kollegen kann ich nicht mehr erreichen, weil die Dinger mussten piepen. Jetzt lande ich immer beim Sekretär. Müssen wir durch. Keine Ahnung, ich schaue mal, noch mal eins kaufen. Also es ist eine kostenschwierige Geschichte, wenn man mit, egal mit wem. Also es ist nichts Böses, es ist ein liebevoller Gruß an die Telekom, wie wir hier doch so ein bisschen abgezockt werden. Ja, abgezockt werden wir auch nicht. Sagen wir mal so, die Firmen haben irgendwann mal, wie meine Polizeikollegen auch, und diverse andere Kollegen auch, NRZ, WAZ, die waren vorhin da und haben auch gesagt, sollen wir ein paar Fotos machen, wie du hier an der Telekom arbeitest. Egal, machen wir. Deswegen mache ich ja jetzt den Beitrag hier und die NRZ, WAZ, darum werde ich mich auch nochmal kümmern. Und
Sie werden sicherlich hier auch erscheinen und sich das Tohuwabohu auch anschauen, dass ihr sicherlich am Anschluss dieses Films oder halt als separierten Film sehen könnt, wie hier gearbeitet worden ist. Meine lieben Freunde, das Internet hat nur zwei mikrokleine Leitungen. Nicht nur das Glasfaser, sondern das Glasfaser ist eine Fiktion. Kaum ein Bürger bekommt die Glasfaseranlage. Ist so, da kannst du dich auf den Kopf stellen und Hurra schreien. Ich habe jetzt mehrfach, ich werde jetzt also den obersten Chef noch einmal anschreiben, mit dem obersten Chef der Telekom nochmal unterhalten, ein Geschäftsführer, ein Mini-Geschäftsführer, ein Flo-Schiss für die Telekom, wird dann mit dem obersten, der alle bekackt, nicht wahr, anschreiben und mit ihm mal darüber philosophieren, wie das da so abgeht. Also ab sofort könnt ihr uns immer erreichen. Wir haben jetzt zwei Rufe, wir haben 17 Rufnummern, aber zwei freigeschaltet und eine für das Fax freigeschaltet. Wir haben mehrere Fax. Auch unsere Kopierer gehen an sich online, aber machen wir jetzt nicht, weil sonst hören die nie auf, weil irgendeiner sendet ja immer, holt aber nicht ab. Wir sind also noch einmal Industrie 4.0. Hier geht an sich alles per online und da sind wir noch mal einmal bei zwei kleinen Anschlüssen. Und diese zwei kleinen Anschlüsse werde ich euch, wie gesagt, mit dieser technischen Kamera euch zeigen, aber nicht jetzt, weil ich ja jetzt online bin hier und meine Kunden alle 30 Nanosekunden hier reinkommen, das wisst ihr, ich muss immer aufstehen, ausstellen. Jetzt im Moment habe ich Ruhe, deswegen versuche ich mit meinem Redefluss euch auf die Telekom einzustimmen, nicht immer so böse zu sein. Natürlich, eine halbe Stunde, ich meine, geht wirklich so. Ich meine, die Musikanlagen, die hier benutzt werden, kann man ja auch nicht programmieren. Man kann alles teuer, sündhaft teuer kaufen. Ich muss mal gucken. Ich brauche jetzt eine vollkommen neue Infrastruktur für diese Firma. Die alte ist seit dem 3.8. um 12.30 Uhr gekackt. Ob die heute auch nochmal zurückgerufen werden, damit wir die Computer neu generieren können, damit die auch weiterhin funktionieren, muss ich schauen. Da liegt ja immer an den Fremdfirmen. Die haben gestern natürlich 3 von 5 erstmal gemacht. Und so wie das nun mal ist. Also Zusatzkosten ohne Ende, wenn ihr euch entscheiden müsst. Und ihr müsst euch entscheiden, wen ihr dann das Vertrauen gebt. Ich gebe es weiterhin der Telekom. Ich sehe da mittlerweile spaßig. Nur wenn die wirklich eine Störung provozieren, so wie jetzt. Bin jetzt in der Telekom Cloud. Wie gesagt, ich habe das ja für meine Kunden, für euch, meine lieben Kunden. Ich weiß nicht, ob ich es durchziehen werde. Weil wenn der nicht funktioniert, was soll ich da jeden Tag Geld ausgeben für nichts und wieder nichts? Da kaufe ich lieber dann. Aber ich wollte halt mal Geld sparen. Wollte ich mal, ja. Ich bin kein Typ, der Geld spart und deswegen hat er an sich nie Ärger. Weil wenn man kein Geld spart, hat man auch keinen Ärger, weil man gönnt sich ja alles, was man sich gönnen möchte. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, und wenn man anfängt hier rumzuknausern und zu sparen und da zu knausern, dann klappt da gar nichts. Dann hat man nämlich innerlich so viel Frust, dann macht da gar keinen irgendwie Spaß. Als Firma, Industrie 4.0, wir haben die Star Wars Lounge, wir haben ja ab morgen geht es los und zwar mit der Bastelstunde, dann wird auch gebastelt. Auch Star Wars wird sicherlich einen Rahmen haben. Mir ist aber aufgefallen, dass euch nicht der Fehler aufgefallen ist, den wir ja da in die laufende Kamera hochgehalten hatten. Da steht nämlich Dioramen mit H. Wir wollen aber Dioramen machen. Und zwar Geschichten, historische Geschichten und so weiter. Ich schweife jetzt gerade ab, weil ich ja bei der Telekom war. Aber so müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr da eine halbe Stunde die wunderschöne Musik der Telekom hört. Und ich habe auch mich für Blau entschieden, weil Blau ist ein Zustand und das passt. Blau ist ein Zustand, das passt. Und ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, ich will auch fröhlich bleiben und möchte euch mitnehmen in die Welt des Ärgers. Die Welt des Ärgers besteht ja auch schon mal darin, dass um uns alles stirbt. Ich habe jeden Tag einen Kunden hier, der sagt, ey, du bist der Einzige, der das noch macht. Korrekt, das ist ja auch meine Art, alles das zu machen, was es nicht mehr gibt. Hier machen wir das, was es nämlich gar nicht mehr gibt. Faxen, ja, die neueste, ja, okay, jetzt... Faxen ist das Alte noch, was wir noch anbieten können. Jetzt haben wir auch leider das Allerneueste. Jetzt hängen wir genauso da drin wie alle anderen auch, weil wir ja bis gestern die alte Infrastruktur hatten und alles anbieten konnten. Wir können ja alles anbieten, was jetzt nicht mehr geht durch das Digitale. Ne? Analog hat ja noch ganz andere Möglichkeiten gehabt und das Digitale eben nicht mehr. So, um wenigstens einen Hauch von dieser Analogie zu bekommen, zum Beispiel ein piependes Telefon, also
ne, durch diese sogenannten Töne kann man ja aktivieren gewisse Geräte. Geht jetzt nicht mehr. Wir können jetzt kein Gerät mehr aktivieren, obwohl wir wissen ja, dass wir die Chance haben, noch ein altes Telefon an die neuartige Anlage anzuschließen. Jetzt muss ich mir natürlich ein uraltes Telefon suchen, das noch piept, ne? Dass ich das da anschließen kann, dass ich mit diesem piependen Telefon mich überall einwählen kann, ne? Dass ich meine Maschinen abrufen kann. Die kann ich jetzt nicht mehr abrufen, jetzt stehe ich da. Ne? Ja, ich kann hier rumdrücken, wie ich will, keine Maschine bewegt sich, weil die Pieptöne braucht. Ja. Das war die Welt des Analogen, die jetzt nicht mehr ist. Und wenn man dann eine halbe Stunde in der Warteschleife ist und dann heißt es, tut mir ja sowas von leid, Sie kriegen jetzt einen Recall, geben Sie mir 2 Stunden. 2 Stunden, das heißt also, wenn ich jetzt, ja, 2 Stunden, ich müsste jetzt 2 Stunden, muss ich ja, ich warte jetzt. 2 Stunden, bis ich einen Recall bekomme. Und wenn ich dieses Recall bekomme, meine lieben Freunde, mache ich diese Kamera an und dann könnt ihr mal erleben, okay, ich kann sie nur dann anmachen, wenn ich jetzt in diesem Moment so eine Ruhephase habe, weil ich mich schon mal vorbereite. Ich bereite mich schon mal vor, ich arbeite schon mal in der Cloud, gebe dieser Cloud die Texturen, die da haben wollen, aus welchem Grund auch immer. Ich wollte an sich ja nur M365 Professional Office haben. Und jetzt soll ich hier reinschreiben, wir sind nur das Frohnauser Kopierstudio UG, das sind wir ja nun mal. Ich soll mein Emblem da reinpacken, muss ich erstmal wieder suchen, da habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass ich da ein Emblem reinpacken soll. Also ich soll ein Firmenlogo reinpacken, ich soll meine Philosophie einpacken, also die Firmenphilosophie, wer wir sind, warum wir sind, wann wir sind, warum wir überhaupt geworden sind. Ja, und das soll ich dann eingeben, wir sind bis zu 9 Mitarbeiter, soll ich auch eingeben, soll also alles eingeben. So, werde ich machen. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Ich mach's einfach mal. Also, ich bin abgleich in der Cloud der Telekom und ihr könnt mich dann finden. Den Frohnhauser, Kopierstudio, UG, das Medienhaus, Sondersender NRW TV, Ultra D Web TV, YouTube-Kanal, ARD, ZDF, Funk. Ja, ist eine riesen Sache, eine verdammt große Sache. Und diese verdammt große Sache ist jetzt wirklich kein Scherz. Hängt an 2 kleine dünnen Drähte. Mahlzeit, Grüße. Hallo. Hi. Somit bin auch ich einer, der 100% sauer ist auf den Service der Deutschen Telekom. Ist ja nicht mehr die Deutsche Telekom, ist ja einfach nur Telekom. Die Telekom, keine Ahnung, wem die irgendwie gehört. Streiten will ich mich nicht, gar keine Lust. Ich habe eben sofort wieder gekündigt, ich wollte die Cloud, ich wollte Office 365 Business Premium meinen Kunden anbieten. Hab alles gemacht. Dann kriege ich nachher einen Pfeil. Tut uns recht, jetzt wird bei uns, also bei der Telekom, ist ein Fehler aufgetreten. So. Ich wurde ja um 9.29 Uhr, 9.31 Uhr via Smartphone kontaktiert. Dann habe ich zurückgerufen, habe mich mit der jungen Dame unterhalten. Diese junge Dame sagte dann: Sorry, ich bin dafür gar nicht zuständig. Ich besorge Ihnen einen. 30 Minuten habe ich den Klingelton gehört. Soll ich den einspielen? Ich habe hier, ne, Klingeling, 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 den Telefonton. Ja, ich komme schon. Egal, ich habe es jetzt gekündigt, ich will es nicht mehr. Bringt mir nichts. Muss ich eine andere Lösung finden. Ich wollte meinen Kunden was Gutes tun. Ich wollte meinen Kunden die 365 Office Premium zuführen. Aber wenn man sich ja noch nicht mal drauf verlassen kann. Weil die junge Dame hatte mir dann für 12 Uhr ein Gespräch zukommen lassen. Jetzt haben wir schon 2:30. Jetzt will ich nicht mehr. Keine Lust. Ist gekündigt, habe ich ausgesprochen. Ist eine Willenserklärung. Will ich nicht mehr. Ich meine, es geht jetzt hier sowieso nicht mehr so wie früher. Der Service ist da. Wir machen auch weiter. Wir helfen, wo wir können. Unsere Kunden kriegen den besten Service, den es gibt. Wir haben immer noch Industrie 4.0. Nur haben wir noch nicht die richtigen Partner dafür. Ja, wir haben also Partner für unsere Maschinen. Wir hatten an sich Telefone, die Pieptöne. Mit jedem Piepton konnte man eine Maschine konfigurieren, anfixen, dann war die am Arbeiten. Geht auch nicht mehr, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir so ein Telefon finden, das auch wieder Pieptöne, dass wir dann den erreichen, den wir erreichen wollen. Wir wollen ja nicht immer das Sekretariat erreichen. Also dauernd enden wir beim Sekretariat der Arme.
muss dann auch wieder den Techniker dann bemühen, dass er, ne, so hat nur dann immer sofort klick, klick, klick. Die Maschinen funktionierten auch über einen Klick und dann war es das. So, da wir jetzt auch samstags offen haben, haben wir auch gestern Morgen wieder ein Shooting, ein Casting-Shooting. Mal gucken, ob sie kommen. Dann haben wir natürlich noch jemanden, der Bilder, ich werde den Kollegen gleich mal eben anrufen. Ja, das geht auch nicht, also ne, die wollen da unbedingt und so die Bilder verkaufen, aber die gehören ja schließlich jemand anderem. Die sollte man ja dann nicht einfach verkaufen, weil sie jemand anderem gehören. Hat ja was mit Urheberrecht zu tun. Aber die Türkei. Ne, in der Türkei wird so vieles hin und wieder gefälscht, von Lacoste angefangen bis was anderes. Komm mal nicht durch, schüttel ich mir jedes Mal den Kopf. Ich habe nur gesagt, ich rufe da an. Weil die suchen jetzt Artbilder von Spider-Man und natürlich Star Wars und wollen die dann verkaufen. Ja, toll. Gute Frage. Da werde ich gleich meinen Kollegen anrufen, den Rupert, der ein Maler ist, dass diesbezüglich das so natürlich nicht geht. Ja, unsere Unikate hängen hier, bleiben auch hier hängen. Und wenn einer sowas haben möchte, wird der Rupert angeschrieben, angesprochen oder angerufen. Dann wird mit Rupert gesprochen. Und dann, wenn das macht, kann man das im Auftrag machen. So funktioniert das. Aber bleiben wir nochmal beim Thema Telekom. Ich meine, ob nur Telekom, ob nur bei Amazon. Ja? Wir haben zum Beispiel auch Ärger mit Hermes. Wir sind eine Firma, wir haben jeden Tag 10 Stunden auf. Aber die Firma Hermes macht angeblich von 8 Uhr bis 21 Uhr. Und aber ich muss da auch wieder was klären. Ich komme später. Heute mit Telefon klären. So, habt das? Hat er? Mach mal. So, der Telekom-Frust, der sitzt tief. Er hat schon mal was bekommen, der Chef persönlich. Der Chef persönlich ist nun mal Dr. Ferry Abholhassan. Dr. Ferry Abholhassan ist der Telekom-Chef, einer mit. Ja, der andere ist ja nur der Sprecher, aber ihn hier, er bekommt das mit den Fotos, dass er mal sieht, was er da verkauft. Der Herr Dr. Ferry Abholhassan von der Telekom. Ja. Geschäftsführung. Ich bin auch Geschäftsführung meines Firmenimperiums. Ich weiß, bin klein. Wie gesagt, seht das alles ein bisschen witzig. Ich sehe das ja auch alles humorvoll. Aber solche Arbeit würde ich nicht abliefern. Nee, solche Arbeiten würde ich nicht abliefern. Also ich zeige euch den Anschluss im Abschluss dessen, weil ich bin gerade so richtig gefrustet. Schaut doch mal, wie dick das hier schon ist. Ich meine, das ist geschrieben da. Ja, ich habe ja ein paar Bilder. Mal schauen. Dann kann ich, ne? Also, ich zeige es euch jetzt mal in Schwarz-Weiß hier. So ein bisschen. So sieht das aus. So sieht das aus. Die neue Verbindung. Die neue Verbindung. Deswegen bin ich ja so knatschig. Das kleine Stück hier ist jetzt neu. Das andere wuselt da rum. Das heißt also, man braucht hier nur ausnahmsweise drankommen und schon stehen wir hier wieder im Dunkeln. Dann geht hier nichts mehr. Ja, das ist ein Hammer. Und hier, da kann man sehen, dass die beiden kleinen, hier die beiden kleinen Drähte auf einer Kante hinter mir, auf einer Kante, da braucht man eben kurz gegenkommen und puh, bang. Ja. Und dann die sinnlosen SMS, die sinnlosen. Müssen sie unbedingt dabei? Können sie das nicht selber machen? Boah, nee. Also ich hoffe, ich kriege ein bisschen Kulanz hier. Ja, hier. So sieht es da neu aus da. Wir hoffen, ihr könnt das sehen. Ich zeige euch das nachher. Ich beam auch ran da. Also wie gesagt, das liegt auf zwei kleinen Litzen, die auf einer Kante. Einmal gegen, zack, bumm. Geht gar nichts mehr. Dann geht hier gar nichts mehr. Ne? Ja. Wie gesagt, so sieht es dann aus. Also, 50 Jahre Kunde, privat. Immer noch zufrieden, privat. Telekom, hab nichts. Kostet mir aber 100 Euro im Monat. Das macht mal eben 1200 Euro im Monat. 40 Jahre Telekom-Kunde als Firma macht genau 2060 Euro im Jahr. 2060 Euro im Jahr bekommt die Telekom von mir persönlich überwiesen. So. Und ich sage, 20 Cent für eine Kopie, man sind sie unverschämt teuer. 20 Cent, das ist aber teuer. Hm? Alles klar. Service. Wir versuchen wirklich die Sachen auszudrucken. Wir drucken wirklich genau so. Wir legen es drauf. Ist kein Thema. Es sieht dann genau so aus. Solche Geräte haben wir. Ja, genau.
Könnt ihr ja sehen hier, wenn wir ausdrucken, sieht das so aus. Ne? So. Und sowas kostet 40 Cent. 40 Cent, wer nicht? Nicht die Frauen, sondern das Papier. Ja, wir möchten Qualität. Nochmal, Dr. Ferry Abul Hassan bekommt Post. Ja, mal schauen, ob wir ein bisschen Gutschrift bekommen, ne, ein bisschen entgegenkommen, weil wir müssen das Ganze jetzt sichern. Die Kabel liegen lose rum. Ansatzweise habe ich die Fotos gezeigt, werde aber gleich mal mit der Kamera da so richtig schön draufhalten, damit ihr überhaupt die Dimension des Ganzen seht, warum ich so ein bisschen SOU bin, sauer. Ja, genau, ein bisschen gefrustet. Aber dafür haben wir ja, wie gesagt, das Modellspiel, Modellbau und Spiel, da kann man sich den ganzen Frust da einarbeiten. Kann man, ne? Und wenn man nachher das fertig hat, dann erfreut man sich daran. Dann ist man klar, man ist wieder runtergekommen, man regt sich auch nicht mehr auf. Wenn ich gleich sehe, haben wir schon 16:30 und noch kein Rückruf. Kein Scherz, Rückruf. Ja, das zeige ich euch auch nochmal. Ja, weiß nicht, was ich da so. So, man kriegt ja ständig was hier von der lieben Telekom. Ne? Die Telekom, die liebe Telekom. Ja, ja, seht ihr, Telekom. So, schaut mal, Telekom, ne, rauf, ne, ganz viel, so, ne? So, die Telekom, ja, hier. So, sehr geehrter Kunde, im Laufe des 12.07. führen wir Ihren Auftrag aus, ne, den haben Sie aber erst am 3.08. ausgeführt, oder nicht am 12.07. Ja, und dann fragen die immer höflich, müssen Sie überhaupt da sein? Können wir das nicht ohne Sie machen? Im Geschäft, alles klar. Ja, die lassen ein bisschen nach, ne? Und ihr Änderungsauftrag sind auf dem Weg zu Ihnen. Das Paket wird voraussichtlich in den nächsten, ist ja alles da. Wir haben ja neue Telefone, am 3.8. war ja gestern, Punkt 14.30 Uhr, ne? 12.30 Uhr, Entschuldigung. So, dann haben wir diese Ticket-ID da, die nicht funktioniert. Die Ticket-ID funktioniert nicht, ne? Und ich habe auch wirklich alles versucht, aber gerade gekündigt, kein Bock drauf. Und zwar das Microsoft 360 Business Premium von der Telekom. Kein Bock drauf. Zu viel Eingaben, alles gemacht, wirklich. Sorry, bei uns ist ein Fehler aufgetreten. Ha? Bei Ihnen ist ein Fehler aufgetreten. Ich stelle mir gerade vor, wenn meine Kunden da dran sitzen. Was ist das denn? Da habe ich ja stundenlang gesessen. Weil ist doch klar, der Kunde sitzt vor dem Computer, arbeitet und dann bricht das bei der Telekom zusammen und schwuppdiwupp habe ich den Ärger, weil ich muss ja auch Geld bekommen für, wenn der Kunde eine ganze Stunde da am Computer arbeitet, kostet ihm das 3 Euro. So, die 3 Euro bekomme ich als Dienstleistung, helfen und so weiter. So, wenn er die Telekom missbaut, nee, komm, ich lasse es. Ich kaufe lieber, ich mache das so, wie es ist und gut ist. Ich werde noch eine Firma hinzuziehen, die das alles wieder richtig macht, dass das alles wieder so läuft wie vorher auch. Müsst ihr euch mal vorstellen, da hat man 40 Jahre eine analog-digitale Technik, die wirklich funktioniert. Die wirklich funktioniert, der Kunde war sowas von zufrieden. Die standen mal daneben, schon fertig? Ist ja irre. Ja, schon fertig. Ist ja irre. So, und jetzt fange ich wieder von vorne an, wo ich vor 40 Jahren mal war. Hammer, Hammer, Hammer. Kann ich euch nur sagen. Hammer, Hammer, Hammer. Aber so, ne? Bis jetzt habe ich zufriedene persönliche Kunden hier. Ich hatte auch, wie gesagt, 3 Filmaufträge. Die Kunden waren auch zufrieden mit den Filmaufträgen. Was will man mehr? So, wie gesagt, lassen wir mal ganz sein. Diesen Frust mit der Telekom, ich verstehe euch alle. Ich verstehe jeden einzelnen Kunden, der hier seinen Frust ablädt. Gestern mussten wir ja auch sowas. Wir haben ja ganz viele Kunden, die auch geprillt werden von ihren eigenen Chefs, Firmen, die kein Geld kriegen. Also hier ist manchmal momentan so richtig was los. Jeder hat irgendwo ein schwarzes Schaf und beißt richtig in die Wade, so ungefähr. Schmerzvoll ist das Ganze, wenn ihr versteht, was ich meine, sinnbildlich gesprochen. Also ich rede mich nicht auf, bin irgendwie gefrustet. Das macht irgendwie so keinen Spaß. Ich habe jetzt auch keine Lust, das wie bei ARD, ZDF und Co. hochzujubeln. Ist eh alles Schwachsinn. Helfen kann man ja sowieso nicht, weil da auch Richtlinien sind, wo man nicht beraten darf. Rechtsberatung
ist halt nicht so einfach. Man darf keine Rechtsberatung so durchziehen. Das geht nicht. So, wir haben jetzt 16:30. Um 9.29 Uhr fing das an. 9.30 Uhr noch einmal. 9.45 Uhr habe ich dann selbst angerufen bei der Telekom. Habe dann eine halbe Stunde die Musik am Ohr gehabt. War unheimlich interessant. Weil so interessant ist die Musik nicht. Dann war eine junge Dame dran. Hat sich gefreut, dass ich ja alles erzählt habe. Und dann sagt sie, ich bin gar nicht dafür zuständig. Dann sage ich, warum habt ihr mir dann die SMS geschickt? Lange Rede, kurzer Sinn. Dann hat die junge Dame gesagt, um 12 Uhr bekommen sie den Rückruf. Dann klärt ein Mitarbeiter das mit Ihnen. So, ein Mitarbeiter erklärt das mit Ihnen. So, und jetzt kläre ich das mit Dr. Ferry Abhol Hassan von der Telekom. Ja, und ihr seid live mit dabei. Ja, so live nicht. Ich mache immer Mitschnitte, mache euch was Schönes daraus. Weil live ist zwar schön, wenn ihr live dabei seid. Wenn ich mich live mal aufrege, mache ich vielleicht doch mal irgendwann live die Kamera an. Ja, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ne? Ja, wir machen halt Fernsehen. Wir sind aber die Zubringer. Wir machen ja die Sachen, die ihr zwar im Fernsehen seht, aber die wir nicht zeigen dürfen, weil wir die Zubringer sind. Wir machen das ja, wir stellen das ja her. Und der Kunde bekommt das ja dann. Ne? Richtig. Ich könnte mich hier gleich mal eben kurz vor dem Apple setzen und dem Apple die neue Adresse zukommen lassen, damit er da sich einwählen kann. Mal gucken, wie schnell der Apple wird. Der war ein bisschen langsam bei 6000 Bits. Jetzt haben wir ja 54 Bits, also ne, eine doppelte Leitung. Mbits haben wir ja jetzt, nicht Bits und Bytes. Ne, jetzt haben wir Mbits, ne, 54, ne, eine 100er. Mbit-Leitung, Schrägstrich 54, was wirklich da durchkommt, ist mir egal. Vorhin jubelte ein Kunde, boah, das war schnell, das war ja noch nie so schnell. Wow, ja, so, jetzt haben wir ja auch ein bisschen mehr Saft auf der Leitung. Ne? Und ihr habt ja gesehen, wie die Leitung aussieht. Auf so einer kleinen Millilitze, ja, so eine hauchdünne Millilitze, da pfeffern jetzt 54 Mbits rum. Genial, oder? Ja. Während ich hier so philosophiere vor der laufenden Kamera, warte ich natürlich auf meine Sachen, die an sich kommen sollten. Aber noch nicht gekommen sind, aber das ist eben so. Und dann haben wir dann noch, ja, dann haben wir noch Hermes Kadaumes. Wir warten auf Hermes, dass der uns die Ware abholt, weil wir die nicht haben möchten. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich selbst erkundigt, irgendwo gibt es hier Hermes Läden, wo ich dann hingehen kann und alles abgeben, damit das endlich dahin kommt, wo es hingehört. Ich weiß nur eins, online ist kalt, keine Atmosphäre. Keine Menschlichkeit. Online ist kalt. Und wenn man die Jungs und Mädels da am Telefon hat, hat man viel Spaß, aber mehr nicht. Danach ist man gefrustet, stinksauer. Jetzt kommen wir nicht mit der Telekom. Ja, oder 1&1 und Unity Media. Meine lieben Freunde, wenn die Leute, die Damen und Herren, ich darf ja nicht darüber sprechen, tue ich auch nicht, aber die Damen und Herren, die vor der Kasse stehen, vor den Tresen und ich muss helfen, ich muss mir das anhören. Ich muss das fast herausschicken, ich muss die Briefe schreiben und den, die Computer da fertig machen, damit die selbst schreiben können und so weiter und so fort. Ob Kündigung, ihren Frust raushauen, ja. Dann den ganzen Juristen hier, die ihre Sachen hier durch die Gegend jubeln, ja. Ja, wir haben auch Juristen, die hier Sachen machen, die das sehen, dass es günstiger ist, wenn sie keinen eigenen Kopierer haben, sondern sich da in die Ecke setzen und hier kopieren, ja, weil das zehnmal billiger ist, wie wenn die da das hätten gemacht und so weiter. Und so fort. Natürlich stehen die dann auch vor den bösen Buben, den Figuren, und wundern sich, dass ausgerechnet ich diese bösen Buben hier habe. Ja, auf einen bösen Buben warte ich halt noch. Muss ich annehmen, weil ich sonst nicht telefonieren kann. Hi. Ja, muss ich annehmen, weil ich sonst nicht. Ja, ja. Ja, ja, müssen wir eben. Da versuchen kannst, dann kannst du nämlich Post reinschmeißen. Das soll ja dringlich zur Telekom, zu Dr. Ferry Abholassa. Ja, kannst du ja machen. Post hat ja bis 18 Uhr auf. Okay. Ach so, ja. Aber ehrlich.
ich weiß, kenne ich. Ich weiß. Hm? Okay. Nee, alles okay. Ist ja noch eine Stunde, dann ist der Laden hier auch wieder zu. Nee, bis gleich. Ciao. So, jetzt warte mal selber live dabei. Das ist Industrie 4.0. Wir sind, wie gesagt, nur im Moment muss ich das Gespräch annehmen. Weil sonst rufe ich immer zurück. Aber dieses Telefon ist momentan wegen dem ganzen Quatsch auch irgendwie gestört. Aber egal. Wie gesagt, der Service bleibt. Und wir sind Industrie 4.0. Bei uns können wir die Computer scharf schalten. Dann wird von außen, zum Beispiel in München-Gladbach, haben wir unsere ganze Serviceabteilung sitzen. Die müssen also nicht hier schwitzen, sondern können ja machen, was sie wollen. Die werden aber nur dann bezahlt, wenn sie hier arbeiten, so wie gestern. Die Telekom hat das gemacht, dann waren die Monteure hier, guckten mich an. Ja, sag ich, hallo, genau das ist passiert, was nicht passieren sollte. Genau das ist passiert. Ja? LAN, WLAN etc. soll ja eingerichtet werden, ja? Konfiguriert werden und so weiter. Und? Ja, die anderen beiden haben zwar sich die ID gezogen, aber konnten nicht drucken, weil der Druckauftrag nicht richtig, ihr wisst das ja, Konfiguration, bla bla bla. Ne, Hallöchen! So, gerade wieder eine Fotosession mit kleinen Kindern. Wir haben internationales Publikum, wir haben alle hier, alle. Ja? Internationale Menschen aus Malaysia, Afrika, Indien, egal. Wir sind alle herzlich willkommen, verstehen nicht immer alles, aber egal. Das ist da wir aber eine Wahnsinns... Das ist Star Wars. Wow, Star Wars. Ist klar. Kennen alle Kinder aus allen Nationen, egal welche, eine gewisse Nation halt nicht, aber da müssen wir durch, die sind halt so, aber die restlichen Nationen sind so und Star Wars verbindet international und die Star Wars Lounge sowieso. So, Star Wars wollte ich jetzt am Wochenende nicht machen, am Wochenende ist ja die DOCON in Dortmund und ist ja wieder viel los. Nur persönlich schaffe ich es nicht hin, ich hätte gerade wieder einen Auftrag angenommen, Cosplay-Auftrag. Wie gesagt, ich sage, okay, kann man morgen ansetzen, wenn sie kommen, kommen sie, wenn nicht, dann nicht. Und dann schauen wir mal, dann machen wir morgen eine Cosplay-Geschichte. Seine Freundin kommt, sagt er, und die bringt alles mit. Und dann machen wir, wie gesagt, ich hatte über 50 Cosplayer hier von der DOCON, die morgen am 4. und am 5. in Dortmund laufen wird. Ja, am 5. und 6. Entschuldigung. 5. und 6. in Dortmund laufen wird. Die DOCON ist der Dortmunder Kostümverein, der überwiegend Star Wars oder auch andere Kostümierungen zeigt. Es sind auch viele Firmen da. Funwerk ist da. Aber ich schaffe es nicht. Wie gesagt, ich habe einen Auftrag angenommen, ein Cosplay abzulichten. Ist ja nochmal mein Job. Und wie gesagt, Filmaufträge gerade diese Woche auch wieder drei durch. Dann den Cosplay-Auftrag morgen. Mal schauen, ob ich veröffentlichen darf. Müsste ich dann gucken. Kann sein, dass wieder ein Kunde eintritt, weil draußen gerade am Telefonieren ist. Ja, aufgeregt über Telekom habe ich mich nicht wirklich. Bin nur sehr traurig, dass man so abhängig ist von so einem Verein, der nichts kann. Das tut weh. Das tut echt weh. Unser Eins kann eine Menge, hat aber nicht das Geld für so einen Kasten da, ne, wie die Telekom, so einen Kasten da. Die wissen halt, dass wir abhängig sind, alle, und deswegen können die ja mit uns machen, was sie wollen. Das ist natürlich hochgradig traurig. Natürlich könnte man jetzt nach Vodafone gehen, tun wir nicht. Wir bleiben bei Telekom so oder so, wir sind halt ein bisschen gefrustet. Deswegen habt ihr ja gerade im Telefongespräch mitbekommen, das geht an Dr. Ferry Abhol Hassan, Deutsche Telekom. Ja, kann sein, dass ich vielleicht gestern zu viel World of Tanks gespielt habe. Oder das fand ich auch sehr interessant. Der Monteur, der erste Monteur, sogar der zweite Monteur. Also der erste Monteur hatte ja aus dem Ausland angerufen. Ich sollte zurückrufen, 90 Cent. Pro Minute habe ich gesagt, das wüsste ich aber, nur da mit dem da zu reden wären 1,80 € oder was weiß ich oder keine Ahnung, wenn es länger gedauert hätte, wäre es noch länger. Nee, muss nicht sein. Dann kam wie gesagt der zweite Monteur, der hatte sich entschuldigt, dass er die falsche Rufnummer hatte. Aus welchem Grund er die falsche Rufnummer hatte, weiß ich nicht, weil die gesamte Telekom könnte, habt ihr ja gesehen, erreicht mich ja. Ne? Ich kriege ja zig SMS von denen. Und so weiter und so fort und das ist Schnee von gestern. So, ich will hoffen, dass ich, da werde ich auch gleich hinschreiben,
werde da höflich fragen, ob wir die Rechner nicht mal in einem sogenannten, ne, Industrie 4.0 Verfahren alle einrichten, damit alles wieder ordentlich läuft, weil ich möchte zufriedene Kunden, da geht nichts dran vorbei. Wenn meine Kunden zufrieden sind, bin auch ich zufrieden. Mehr will ich gar nicht mehr. Ich bin nicht mehr so jung, das seht ihr selber. Ich bin nicht hinter dem Geld her. Das Geld muss hinter mir her sein. Das ist das. Das Geld muss hinter mir her sein. Das muss hinter mir her rollen, nicht hinter dem Geld. Also bin ich bescheuert. Erstens habe ich gar keinen Bock drauf, weil ihr alle hinter dem Geld her rennt. Ihr rennt regelrecht hinter dem Geld her, dass es einem hinten wieder rauskommt. Deswegen rennt ihr ja da hinterher, weil hinten rauskommt dann dieser Schnüffeleffekt. Immer am Po, und nicht kommt da Geld raus. Ne? Beschiss bis zum geht nicht mehr. Der beste Beschiss ist ja der Beschiss, der am stärksten stinkt. Ne? Das ist ja wohl dann das Geilste. So, jetzt reicht es mir langsam. Also wie gesagt, bin ich stinksauer auf Hermes, dass die nicht abholen. Dann bin ich stinksauer, dass die Ware nicht kommt, die ich bestellt habe. Da könnte ich auch mal reingehen und gucken, was die mir da erzählen. Sollte nämlich kommen heute. Ja, kann sein, ne? Wenn es auch wieder Hermes ist, kann sein, dass ich um 21 Uhr ausliefere, aber bin ich aber nicht da. Ne? Ist klar. Boah, das nervt alles. Nee, online ist Käse, also tut mir leid. Das ist online hier, ich bin Amazon verrückt, Leute. Da bringt doch alles nichts. Also, naja, macht was ihr wollt. Ich bin eine Firma, ich denke anders darüber. Ich mag den Einzelhandel, so wie er ist. Ich mag die Wärme zum Kunden. Die strahlt zwar nicht immer zurück, aber meistens, besonders gerade auch, wenn so afrikanische Kinder in ihrer Landessprache sich da über Star Wars freuen und die haben dann eine ganz andere Mentalität, aber ist schon interessant. Ja? Oder wenn irgendeiner plötzlich aus Malaysia steht, weil er mich durchs Internet kennengelernt hat, wie DJ Valdez oder so, so First Class Schauspieler aus Malaysia, schon Hammer, wenn er dann hier ist und ich für ihn da Sachen machen kann. Wie gesagt, heute Morgen waren auch welche vom NDR und WAZ da. Immer können wir dich nicht ablichten, während du da in dieser Telekom-Schleife, wirklich eine halbe Stunde in der Telekom-Schleife, das war sensationell, also war schon mal wieder sehenswert. Habe ich auch vorhin schon drüber gesprochen. So, ich mache hier einen Cut. Wie gesagt, Dr. Ferry Abo Hassam, schreibt ihm einfach mal, sagt ihm mal, hey, warum machst du die Firma denn so? Vielleicht antwortet er euch. Also bei mir ruft dann immer der Sekretär an und fragt mich dann, hören Sie mal, was habt ihr denn da? Käse habt ihr da? Das sehen wir doch, oder? Ja. Das Problem ist dann so immer, da lehnen sich diese großen Herren da mit ihren Armani-Anzügen so zurück und sagen, ja, was willst du denn, du Kunde? Ja, was willst du, Kunde, denn? 2060 Euro lässt du dieses Jahr, aber das ist so wenig. Das ist viel zu wenig. Da kostet ja gerade mal die Krawatte, die ich anhabe. Oder die Schuhe, das geht nicht. Ich habe mal einen Anwalt kennengelernt, der wollte wirklich pro Minute 5.500 Euro haben. Gib it, es gibt solche Anwälte. Ja, 5.500 Euro die Minute, da fällt einem nichts zu ein. Ich meine, er wollte unbedingt besser sein wie Herr Amazon, aber Herr Amazon, sag ich jetzt mal, der Chef von Amazon, der kriegt ja gerade mal 10 Euro die Minute. Also und alle 15 Minuten, wenn der kriegt schon ein bisschen mehr, alle 15 Minuten kriegt er 154 Euro. Alle 15 Minuten, 154 Euro, könnt ihr mal ausrechnen, geteilt durch die Minuten Rhabarberkirchen pro Sekunde 10 Euro, ungefähr. Pro Sekunde 10 Euro und ich 0,05, 5 Cent, genau. Und bin glücklich wie Nachbars Lumpi. So, macht's gut, wir erleben uns.